Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Vor ein paar Jahren habe ich euch ja bereits einige wirklich teure Gameboy-Spiele vorgestellt. Damals waren es 6 Stück, aber natürlich gibt es noch viele mehr. Heute möchte ich euch 5 weitere Spiele vorstellen, die alle im dreistelligen Euro-Bereich liegen. Also, los geht's nach dem Intro. Bevor wir starten, noch eine wichtige Anmerkung zu den Preisen. Wie viele von euch wahrscheinlich wissen, sammle ich in der Regel nur die nackten Module. Die Preise, die ich hier nenne, beziehen sich also daher nur auf die reinen Module. In der Originalverpackung wären die natürlich noch einmal viel, viel teurer. Ist klar. Fangen wir mit einer altehrwürdigen Serie an, Mega Man. Für den Game Boy gibt es insgesamt 5 Teile und die Faustregel lautet, je höher die Nummer hinter dem Titel, desto teurer wird es auch leider. Aber beginnen wir mit Mega Man 4, das derzeit ungefähr 140 Euro kostet. Es wurde 1995 von Capcom veröffentlicht und bringt so einige coole Neuerungen mit sich, wie zum Beispiel diese P-Chips als System. Diese könnt ihr im Labor von Dr. Light gegen nützliche Items eintauschen. Eine nette Ergänzung, wie ich finde. Aber eine kleine Änderung gibt es auch bei der Steuerung. Der Buster-Schuss hat jetzt einen Rückstoß, der bei Sprüngen durchaus herausfordernd sein kann. Ansonsten bleibt die Mega Man-Formel natürlich die gleiche. Roboterbosse besiegen, deren Fähigkeiten übernehmen und diese gegen den nächsten Boss wieder einsetzen. Ich denke mal, ihr kennt alle den Ablauf eines Mega Man-Spiels. Grafik und Sound sind für den Game Boy erstaunlich gut. Von Regen- und Wassereffekten bis hin zur beeindruckenden Musik. Mega Man 4 liefert hier ein richtig gutes visuelles und auch akustisches Erlebnis, wie es eigentlich von Capcom auch nicht anders zu erwarten war. Besonders das neue P-Chip-System, wie erwähnt, sorgt für mehr Tiefe ins Spiel. Als nächstes habe ich euch den Nachfolger Mega Man 5 vor euch, das derzeit ungefähr 150 Euro kostet. Aber heißt jetzt teurer gleich besser? Mega Man 5 kam dabei uns erst 1996 heraus, während es in Japan und in den USA bereits 1994 erhältlich war. Neben dem typischen Mega Man Gameplay gibt es hier auch so einige Unterschiede, wie zum Beispiel die Standardwaffe wurde zu einer Faust verbessert, die wie ein Bumerang wieder zurückkehrt und mit einem Upgrade sogar Gegner und Gegenstände greifen kann. Das P-Chip-System wurde hier nochmal ebenfalls erweitert und bietet jetzt noch mehr nützliche Power-Ups an. Die Levelgestaltung und Gegnerdiversität ist herausragend und sorgen für viel Abwechslung und Spannung. Der Schwierigkeitsgrad ist natürlich hoch, wie bei der Serie natürlich üblich, aber das gehört zum Charme irgendwie auch dazu, oder was meint ihr? Grafisch und akustisch ist Mega Man 5 wohl das beste Gameboy-Spiel der Serie. Fantastische Grafiken, die manchmal zu Slowdowns führen können natürlich, und eine beeindruckende Musikuntermalung sorgen für ein großartiges Spielerlebnis. Nun zu der Frage. Ist es auch das beste Mega Man-Spiel auf dem Game Boy? Das ist allerdings schwer zu sagen. Für mich persönlich, ja. Aber jeder hier hat seinen Favorit und das ist auch gut so. Objektiv betrachtet würde ich sagen, dass der 5. Teil wirklich der beste ist, weil hier viel, viel, viel nochmal verbessert wurde. Aber kommen wir zur nächsten Traditionsserie, Castlevania. Übrigens, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne mal ein Abo da. Das hilft mir sehr und motiviert mich immer weiter, auch wieder solche Videos wie das hier zu machen. Also, Castlevania auf den Game Boy. Es gibt 3 verschiedene Spiele. Der erste war jetzt nicht so toll wegen der trägen Steuerung. Der zweite war sehr gut und der dritte Teil, Castlevania Legends, ist bei vielen untergegangen, weil er recht spät erschienen ist, ehrlich gesagt. Dieser Teil kostet derzeit so ungefähr 130 Euro. Also, Castlevania Legends kam 1998 bei uns und in den USA heraus. Überraschung, ihr spielt als Sonja Belmont, eine weibliche Protagonistin, eine seltene Ausnahme in der Serie. Sonja kämpft wie gewohnt mit der Peitsche, die ihr in 3 Stufen aufrüsten könnt. In der höchsten Stufe wird sie zur Fernkampfwaffe sogar. Es gibt den Burning Mode, der euch einmal pro Level Unverwundbarkeit verleiht und Seelenwaffen, die ihr durch das Besiegen von Bossen natürlich erhaltet. Ihr kennt das ganze Spiel, aber hier wurde es wirklich sehr gut ausgebaut. Ihr kämpft euch also durch 6 große Level von Schlossboden bis hinauf zum Glockenturm, um dort natürlich gegen Dracula selbst zu kämpfen. Thematisch passende Gegner machen euch den Weg schwer und respawnen ständig, was manchmal natürlich etwas nervig sein kann. Am Ende der Levels, wie erwähnt, erwartet natürlich ein Boss auf euch. Es gibt auch Verzweigungen in den Levels, die jedoch nur zusätzliche Goodies führen und jetzt nicht euch in andere Levels irgendwie komplett hineinführen. Das Spielgefühl ist Castlevania-typisch eher gemächlich, aber nicht weniger herausfordernd. Sonja kann mit Sprung die Richtung wechseln, was so einige Sprung Passagen durchaus erleichtert. Das fühlt sich alles nicht so steif an. Für Einsteiger gibt es übrigens auch einen Light-Mode, der das Spiel dann natürlich logischerweise etwas einfacher macht. Eure Fortschritte speichert ihr natürlich zum Glück als Passwortsystem. Grafisch sieht das Spiel sehr gut aus, aber angesichts der späten
Erscheinungsjahres hätte ich hier auch etwas mehr erwartet, ehrlich gesagt. Gerade wie angesprochen, Mega Man 5 ist nochmal eine andere Hausnummer irgendwie. Aber immerhin gibt es hier keine Slowdowns. Ich finde, dass dieser Teil leider sehr oft übersehen wird. Wahrscheinlich wegen des späten Erscheinungsdatums. Trotzdem ist es wirklich ein sehr guter Titel und ich bin froh, dass wir noch einen so späten Teil überhaupt bekommen haben. Als nächstes haben wir wohl das teuerste Sportspiel auf dem System, Hit the Ice, für ungefähr 170 Euro. Es ist ein Eishockeyspiel und ehrlich gesagt sind meine Kenntnisse in dieser Sportart sehr begrenzt, sage ich mal. Ursprünglich ist es ein Arcade-Spiel, das dann portiert wurde und 1992 bei uns veröffentlicht wurde. Die Sportart wurde hier so nach meinem Gusto echt solide umgesetzt. Der grafische Stil ist in Ordnung und die Spieleranzahl wurde zur Übersichtlichkeit oder vielleicht auch wegen technischen Beschränkungen reduziert. Was bei Eishockeyspielen natürlich immer Spaß macht, wenn ihr nicht gerade am Puck seid, könnt ihr die Gegner umboxen. Das erinnert wirklich an Nintendo World Cup Zeiten. Und es gibt zum Beispiel Superschüsse natürlich auch. Das heißt, das Spiel nimmt sich jetzt nicht ganz so ernst. Der Umfang des Spiels ist das, was man erwartet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Grundsätzlich ist es ein okayes Spiel. Kein Top-Titel, aber gut für das, was es macht. Mein persönlicher Favorit in der Sportart bleibt jedoch das sehr, sehr starke Blades of Steel, was ich als Kind wirklich hoch und runter gespielt habe. Und jetzt kommen wir zum letzten Spiel, Felix the Cat, für ungefähr 150 Euro. Ein Lizenzplattformer klingt erstmal langweilig, aber hier wird ein wirklich gutes draus gemacht. Felix the Cat ist eine uralte Lizenz aus den 20er Jahren, ist die, glaube ich. Ich steuere die katzenartige Comicfigur Felix über diverse Plattformen und benutze in der Standardausführung einen ausfahrbaren Boxhandschuh, um euch gegen die Gegner zu verteidigen. Mit eingesammelten Felix-Symbol könnt ihr jedoch diesen Boxhandschuh verbessern. Und sobald ihr 10 Symbole habt, steigt euer Magie-Level und ihr verwandelt euch dann einmal komplett. Ihr könnt ja zum Beispiel zuerst ein Magier werden oder sogar später einen Panzer rumfahren. Also ihr seid eine Katze in einem Panzer. Also was kann man da jetzt eigentlich nicht dran mögen? Diese Fähigkeiten halten eine gewisse Zeit, aber keine Sorge, durch das Einsammeln weiterer Symbole könnt ihr diese Anzeige wieder auffüllen. Die Levelgestaltung ist extrem abwechslungsreich und ändert das Gameplay teilweise wirklich komplett. Von Shoot'em-up-Leveln bis hin zu Unterwasserwelten, es wird euch wirklich nie langweilig. Es gibt allerdings nur 11 Level und das Spiel wird dadurch natürlich relativ kurz, aber lieber kurz als lang und langweilig, oder? Es gibt dann natürlich auch kein Passwort- oder Speichersystem, aber bei der kurzen Spieldauer ist das wirklich verschmerzbar. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht sehr hoch und das Spiel ist so perfekt für entspanntes Zocken irgendwie geeignet. Also mir gefällt das Spiel trotz der kurzen Spielzeit sehr gut. Besonders das kreative Upgrade-System hat es mir wirklich angetan. Wie gesagt, wer will nicht mal als Katze in einem Panzer herumfahren? Also kurz zusammengefasst, ein echt super Spiel, das das Genre jetzt nicht neu erfindet, aber wie gesagt, ein super Spiel ist. Das waren 5 weitere teure Spiele. Welches ist euer Favorit? Schreibt es doch einmal in die Kommentare rein. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut!